Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The fireworks starts in 10, 9, 8, 7, Ich begrüße euch total und herzlich. Wir haben Mai 2021. So am Mai, am 1. war richtig was los. Wer sich interessiert dafür, geht auf den Kanal Ultra HD Web TV und schaut es sich an. Ich habe euch den Aufbau gezeigt. Wer genau hinschaut, kann das minutiöse Spiel der Demonstration sich genau anschauen. So, und dann habe ich euch gezeigt, wie wir aufmarschiert sind. Und so weiter und so fort. Morgen, was soll sein? Nur eine Frage. Ja. Wir haben eine Videokassette, ne? Mhm. Könnt ihr die uns auch auf verkaufen? Korrekt, 10 Euro kostet die, da ist der Mehrwertsteuer mit drin. Alles gut. Und dann abholen. Wie lange dauert das? Ungefähr? So lange wie die Kassette ist, weil die muss ja analog auf digital. Ja. Also wenn sie 4 Stunden, dann dauert 4 Stunden, also 6 Stunden, also 2 Tage höchstens. Alles klar, danke. Bis dann. Bis dann. Jo, und tschüss, viel Spaß. Ja, gleichfalls. Oh, danke. So, ja, machen wir. Wisst ihr Bescheid. Also wir spielen nicht nur Kassetten in VHS, DV und was weiß ich nicht alles. Wir machen halt eine Menge. So, was ich jetzt sagen möchte ist, ich begrüße euch total recht herzlich im Mai. Und ich beginne jetzt auch die Aufarbeitung. Ich habe natürlich sehr viele Menschen, die im Gleichklang. Ich habe heute wieder was Lustiges erlebt. Da darf ich halt die Kamera nicht mitnehmen. Aber wie sich die Sparkasse benimmt, also heute ist Mai 2021, es dürfen nur 4 im Foyer, 3 in der Mittelbarke und der Rest darf draußen, ist klar. Dann gibt es den Security Man, der sich total überfordert fühlt, gar nicht weiß, warum er da ist, aber egal. Dann das Benehmen der Sparkassenangestellten. Ich hatte heute eine über 40-Jährige, sie hat wohl was zu sagen oder fühlte sich etwas zu sagen zu haben und hat natürlich losgelegt. So ein älterer Herr marschierte durch die Tür, hat er dann sofort einen Angriff gekriegt. Es war 10 nach 9. 10 nach 9. Die haben sich richtig Zeit genommen heute. Die waren sonst sehr freundlich und haben dann die Tür geöffnet und so weiter. Aber heute ziemlich nervös, also es wird wohl was vorgefallen sein, weil nachher auch Polizeikräfte reinkamen und sich hinten unterhielt. Also irgendwas war da, aber ist nicht so schlimm. Jedenfalls war die Frau hochgradig nervös, hat den älteren Herrn zusammengefaltet, weil er durch die Tür gegangen ist und somit würde die Tür jetzt nicht aufgehen und so weiter. Natürlich ist sie aufgegangen, aber egal. So, dann stand der Mann da und dann hat er eine Antwort gekriegt und dann durfte er wieder gehen, ja. Dafür hat er die ganze Zeit dort gestanden. So, dann die nächste, die halt irgend auch etwas, also hatte nicht so viel Geld, hat sie auch gespürt. Ich schalte Ihnen das jetzt frei, nochmal machen Sie das nicht, sonst nehme ich Ihnen die Karte weg. Also die Frau war richtig unterwegs hinter der Theke. Ja, dann kam meiner einer und brachte natürlich euer Geld in Tüte dorthin und ja, wurde ich angepflammt, dass man am 1. sein Geld nicht dort abgeben solle. Das fand ich auch sehr stark. Heute ist der 3. und nicht der 1. Und ja, ich muss aber mein Geld abgeben, weil alle wollen das Geld haben. Hm? Ja, ist halt so. So, dann kam die nächste Ansage, weil ich diesmal das Geld woanders eingesetzt habe, weil ich hier vorne nicht hinkam, weil auch hier vorne eine Wahnsinnsschlange ist und der Automat nicht funktioniert. Also ich habe hier das Geschäftliche, wo ich das Geld reinschütten kann, aber nein, es funktioniert leider nicht, ist meistens defekt. Also gehe ich immer
zur nächsten und mache es da. Nun, ich weiß, dass sie sehr unfreundlich sind, aber heute war mal wieder, juhu, der 3. Mai und es war richtig geil. So, ich habe heute auch sehr viele Kunden gehabt, gerade habt ihr das Gespräch gehört über Kassetten aufzeichnen und alles, aber ich habe auch andere, wo ich die Kamera halt nicht laufen lasse, sie denken alle gleich. So, willkommen in der Drei-Klassen-Gesellschaft, die, die haben sich impfen lassen, die, die sich nicht haben impfen lassen und die mehrsprachigen Bürger, die kein Wort Deutsch, aber 40 Jahre in dem Land leben, aber dennoch kein Wort Deutsch sprechen. Das ist die Fakultät Deutsch. Dann das bunte Gemischte, dann die Polizei, die halt auch gemischt wird. Und das Allerlustigste war, also wir hatten Polizeikräfte, die auf dem Rücken ein goldenes Emblem hatten. Die hatten auf dem Rücken ein goldenes Emblem. Ich weiß nicht, ob man das hätte abfotografieren müssen, ich weiß nicht. Also eine Nummer hatten die nicht. Ja? So, und dann hin und wieder gab es Szenen natürlich, auch vor der Sparkasse. Ich vermute, dass da irgendwas vorgefallen ist, weil die Zigarettenläden, die hier waren, die sind überfallen worden, die sind leergeräumt worden, sogar zweimal hintereinander. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls hat der kaum Ware. Na, ein Kunde war auch kaum Ware. Ist halt so. Dann hatten wir hier die große Kampfstraße, wo rauf und runter gerannt wurde. Ja? Du Nazi, ich bin kein Nazi, du Nazi, ich bin kein Nazi, was soll denn das? Und so weiter und so fort. Ja, so, die Firmen sind alle dicht heute. Ich habe den Schülern schon die Sachen ausgedruckt. Ja, das ist halt 10:30 in Deutschland. 10:30 in Deutschland. So, ich begrüße alle meine Kunden. Ich finde es toll, wenn wir hin und wieder mal den Smalltalk durchführen. Ich begrüße euch total recht herzlich hier bei Facebook. Bei YouTube werde ich jetzt anfangen, mal die Stadt zu zeigen, wie ich es versprochen habe. Es ist ja jetzt Mai, meine Idee ist abgegolten. Ihr wisst, ich habe das heute noch einmal gemacht, weil ich heute an diesem Wochenende wirklich was gemerkt habe, was wirklich tatsächlich abgegangen ist. Ich werde sicherlich einzelne Passagen da rausholen und euch mal genauer zeigen. Ja? Frage. Wieso hat die Polizei solche Musik gespielt? Also wenn ihr den Film seht, den ich da gedreht habe, der ist nicht gestellt. Das ist die Wahrheit und nicht das die Wahrheit. Warum hat die Polizei so lautstark diese Musik gespielt? Und wer den Text hört, was da lief, ne? Ja. Also für mich war am Wochenende die größte Show, die ich miterleben durfte. Kam mir vor wie so ein wirklich Regisseur. Ich habe die Kamera, ich habe die Kamera so positioniert, dass ich alles aufnehmen konnte. Ich habe die Reiterschaft, also die Reiterschaft stand dann hier. Das Szenario war hier, der Aufbau vorher, ne? Und die anderen wurden hier. Und dann, das Schöne war, auch die habe ich erwischt, die Anheizer. Ja, waren drei Stück, die haben die Situation angeheizt durch Rufen und alles. War sehr interessant. Also diese Demo zu beobachten, war hochgradig interessant. Also das, was ich wirklich tatsächlich gesehen habe. Anheizer, dann, keine Ahnung, ich habe sie nicht gezählt, aber jedenfalls war das eine Riesentraube. Also 15 Mann waren es bestimmt. Also wirklich, also 15 Mann haben einen da so richtig und dann abgesetzt. Nee, den haben sie abgesetzt. Nur dieser junge Mann, könnt ihr auch im Film sehen, war die ganze Zeit bei mir vor der Tür. Der saß die ganze Zeit bei mir vor der Tür, dann ging er irgendwo hin, hat sich Feuer geschnurrt, ne? War ein Antifa, aber nicht schlimm. Ne? Aber war hochgradig interessant. Ne? Und dann standen sie da, also ein paar hundert Meter auseinander. Ne? Also richtig draufhauen, umhauen, weghauen war da nicht. Aber war richtig. Und nachher, ja, also wie gesagt, ich habe das alles aufgenommen und ich habe es euch gezeigt. Ja. Wer sich mal Mühe gibt, sich das anzuschauen, normal, also ohne Emotionen. Einen Film anschauen ohne Emotionen, sondern mal so rauspicken, was geht denn da ab? Was passiert denn da? Ja, wo hat er denn aufgenommen? Ich habe es auch ziemlich nah rangenommen. Auch die Sprecher, einer kam aus Brandenburg, hat gesprochen, der andere kam irgendwo aus Cottbus. Ich weiß nicht, was sie in der Stadt Essen zu suchen haben, aber war hochgradig interessant. Ja, also wie gesagt, war die Wahrheit sehen. Hammer. Also hier läuft ein Film ab, wir werden dressiert,
Wir werden umgruppiert, wir werden auf den neuen Weg gebracht. Das ist Fakt. Und damit müsst ihr jetzt anfangen zu leben. Das ist Fakt. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?